herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und ich habe heute einen venezolanischen Rum auf dem Fass. Und zwar ist das der Botucal Selección de Familia. Kleiner Disclaimer, gibt es natürlich im Shop zu kaufen, aber ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht die Zahlungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Sie wissen schon, mit Embargo, USA und solchen Geschichten, kein PayPal, kein Mastercard. Ich weiß gar nicht, ob Visa, ist das nicht auch Amerika? Ja, kann sein. Also, vielleicht auf Rechnung bestellen oder ja, Vorauskasse oder Lastschrift. Gibt genügend Sachen noch. Kommt aus der Dusa-Brennerei. Die kennen wir schon. Und zwar ist es die gleiche, die den Canaima-Gin herstellt. Kann man sich vielleicht erinnern, das war dieser ja, Amazonas-Gin mit extrem vielen fruchtigen, fruchtigen Botanicals drin. Sehr, sehr, sehr süß, fruchtig. Vor allem süß. Und so ein extremer New Western Gin. Dry, glaube ich, ist er schon. Also sie haben nicht extra Zucker reingemacht, aber die Zutaten, die sie reintun, ist wahnsinnig süß. Ja. Und sie nennen es sogar einen Premium Blended Rum. Soweit ich aber verstanden habe, kommt der aus einer Brennerei. Aber sie sind ein bisschen so wie die Japaner. Bei den Japanern ist ja auch alles zusammenblenden. Und genauso wie die Japaner haben die auch drei verschiedene Brände. Sie haben einmal den leichten Rum, der kommt aus einer Barbet Column Still. Dann haben sie einen mittelschweren Rum, der kommt aus einem Dampfkessel. Und sie haben einen schweren Rum, der kommt aus einer Kupferbrennblase. Schön zu wissen ist auch, sie verwenden 90% schweren Rum, 5% leichten Rum und 5% mittelschweren Rum. Ja, gibt es noch was dazu zu sagen? Sie benutzen Virgin Cane Honey. Das ist so, ja, dieses erst ausgepresste Zuckerrohr. Also kann man ein bisschen mit dem, ich weiß nicht, Weintrinker unter euch sei, oder vielleicht trinkt ihr Wein. Und da gibt es ja auch immer diese Aussage, das ist irgendwie der Free Press oder die freie Pressung. Ich weiß nicht, wie oft, ich kenne es Free Press auf Englisch. Aber das ist so, die Weintrauben einfach nur bricht, ohne sie richtig auszupressen, dann der Saft, der rausfliegt, das ist dann der erste Saft, um der freigepresste Saft, soweit ich verstanden habe. Und der ist besonders ja, mild und wenig Bitterstoff. Und das ist beim Zuckerrohrsaft auch wirklich so. Konnte ich sogar selbst nachvollziehen. Habe ich leider nie in der Brennerei, oder war das? In einer Brennerei konnte ich einmal einen Zuckerrohrsaft direkt ausgepresst probieren. Aber was wollte ich sagen? Ich habe aber in so einem Zuckerrohrstand, da kann man so Zuckerrohrsaft trinken mit verschiedenen Mischungen und sowas. Und ich habe gesagt, nee, ich will nur Zuckerrohrsaft. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, und jetzt lass es nochmal durch und den Saft will ich probieren. Und dann habe ich wirklich den zweiten probieren dürfen, der ist wirklich ein gutes Stückchen bitterer. Also das, was man in der ersten Pressung bekommt, eben diesen Sugarcane Honey, der ist wirklich sehr, sehr zuckrig, sehr, sehr mild, sehr, sehr locker. Also ich habe jetzt leider noch nicht so eins gegen eins einen Sugarcane Honey in der gleichen Produktion gegen einen mehreren gepressten Agricol, also Zuckerrohrsaft, rumprobieren dürfen, ob es so ein großer Unterschied ist. Aber ich würde schon sagen, in der Fermentation und sowas ist da ein großer Unterschied noch drin. Wie man das Ganze natürlich destilliert, ist dann auch nochmal, steht auf einem anderen Blatt. Ist aber nicht nur eben diese freigepresste Zuckerrohrsaft, sondern es wird auch noch Zuckerrohrmelasse verwendet. Also Großproduktion. Also, und das ist eben das Schöne, warum sie wahrscheinlich so ein bisschen auf Blended gehen und warum ich die Japaner am Anfang, erwähnt habe. Und ich habe mir schon wieder die Fingernägel geschnitten. Das macht das Öffnen schwieriger. So, jetzt habe ich ihn. Wo war ich? Wie ich die Japaner erwähnt hatte, die sind ja auch so. Da gibt es sogar in einzelnen Brennereien auch diese Einteilung in leicht, mittel, schwer. Bei denen kannte ich es jetzt nur auf Column Still. Und dann habe ich auch einmal, gibt es so ein Set, habe ich da einmal probieren dürfen in der Brennerei, wo du wirklich leicht, mittel, schwer hast. Und das ist leider nicht mehr vorhanden. Aber das ist wirklich schon ein großer, großer Unterschied. Also man merkt, leicht, mittel, schwere Brände, da kann man schon eine ganze Menge einstellen in der Produktion. Und das ist hier dann auch vorhanden und da können Sie dann eben sich einen schönen
einen schönen Rum zusammenmischen, je nachdem, wie sie leicht, mittel oder schwer haben wollen. Das hier ist die Selección de Familia, also die Auswahl der Familien, und die haben dann das hier zusammengestellt. Also in anderen Protokolls wird bestimmt eine ganz andere Mischung verwendet werden. Oh, oh ja. Also schwer meinen die, schwer süß. Also richtig, boah. Das ist Waldhonig. Also da hatte ich schon so ein bisschen gesehen, so ja, Honig und so im Geschmack. Kennt ihr diesen dunklen, dünnflüssigen, oder nicht dünnflüssig, halt flüssigen Waldhonig für Honig, sehr dünnflüssig. Also der so richtig, der richtig flüssige Honig. Oh, genau so. Und das kommt dann so ein bisschen waldig, eichig, holzig, das wird doch wir nicht mögen, wenn ich holzig sage, rüber. Richtig schön. Und natürlich auch Vanille, Karamell. Also da ist ein schön richtige Eichenfässer mit dabei. Schön viel Vanillin. Mmh. Wow. Also im Geruch sehr süß, im Geschmack merkt man jetzt, da ist er schwer. Das hat einen schweren Geschmack. Viel Eiche, viel Holz. Ein bisschen auch schon, ja, aber nur so eine Nuance Ester. Also dass er ein bisschen mehr Volumen hat. Also ich habe da diese schlimme Esternote, die ich mich immer noch nicht so ganz gewöhnen kann, ist überhaupt nicht schlimm drin. Also die finde ich gut jetzt an der Stelle. Weiß nicht, ob sie überhaupt auf Helle Ester gehen oder ob das vielleicht sogar mehr aus der Destillation kommt. Na gut, ist immer eine Mischung. Ja, aber das ist wirklich Eiche, tief Karamell. Also so ein, erinnert mich ein bisschen an die, da gibt es so, wie heißen diese Plombenzieher, diese Karamellbombs, ich glaube, Riesen, glaube ich, heißen sie. Und die gibt es auch mal, habe ich auch mal gesehen, die gibt es in der Zartbitter-Variante. So riecht es hier. Oh, weniger künstlich als die Riesen. Oh, und noch ein bisschen so dieses Rum-Backaroma von den, mit so Trockenfrüchten, Rosinen. Aber alles irgendwo so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen ledrig und so in der Richtung. Also heftig. Mhm. Mhm. Jetzt weiß ich, warum sie ihn schwer nennen. Mhm. Auch holzig. Bitterstoffe, Tannine von der Eiche. Mhm. Also die Familie, die mag es ein bisschen kräftiger. Das ist wohl ihr Geschmack. Die wollen es wohl ein bisschen mehr eichig. Also wird nicht an der Stelle, ich habe euch jetzt viel über Destillation gesagt, aber ich habe nichts über, ich habe nichts über Fässer irgendwo gefunden. Also es ist, wird leider nicht gesagt, in was sie das Ganze reifen. Man weiß es nicht. Ja, es ist ein Rum, also definitiv weniger als 20 Gramm Zucker. Vom Rest her weiß ich leider nicht, was da jetzt Gesetzgebung ist, weil sie schreiben hier vorne Ron, Rum und Rum, also mit H, dem Französische, drauf. Und von der Gesetzgebung her gelten die normalen EU-Richtlinien an der Stelle. Also es gibt gewisse Sachen, was dieser Rum nicht machen darf. Und das werde ich aber nochmal im speziellen Video erzählen. Also wer da ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist, wer gerne seinen Rum sehr eichig, sehr schwer mag, mit einem schweren Destillat, der ist hier gut aufgehoben. Schaut einfach mal whisky.de im Shop vorbei. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.